Eberhard Kläger und Manfred Steck sammeln sie gleich dutzendweise von einem Waldweg zusammen. Da, das ist die Reststraße, die bändige Bändere. Und das ist hier wunderschön. Feuersalamander. In rauen Mengen. Es ist eine Nacht im Frühjahr. Die beiden Naturschützer führen uns an eine Stelle, an der sich ein Naturphänomen abspielt. Aber das ist eigentlich schon das Ende unserer Geschichte. Sie beginnt 2 Wochen früher. Da sind wir das erste Mal mit den beiden verabredet. In Eutingen bei Horb in einem Flusstal. Sie versprechen uns Hunderte von Feuersalamandern. Auf ihrer Wanderung zum Fluss, wo die Weibchen ihre Jungen gebären. Das ist die Brutstätte der kleinen Salamander. Und an einer Stelle glauben die beiden bereits, den ersten winzigen Jungsalamander entdeckt zu haben. Weg. Die weggeschwommen, ne? Schade. Feuersalamander begleiten die beiden Naturfreunde seit vielen Jahren. Immer wieder kommen sie in das Tal, um die Tiere zu beobachten. Als Echsen sind sie einfach Überlebende der Urzeit, kann man sich das vorstellen. Und das ist auch ein Teil der Faszination. Haben wir Chancen, die heute zu sehen? Noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen warten mit der Dunkelheit. Dann eventuell. Warten, bis es dunkel wird. Und suchen. Feuersalamander sind nachtaktive Tiere. Am liebsten verlassen sie im Regen ihre Verstecke und wandern zum Wasser. Aber heute haben wir wirklich Pech. Keiner zu sehen. Wir brechen ab und kommen 2 Wochen später wieder. Es hat geregnet und Eberhard Kläger und Manfred Steck empfangen uns mit guten Nachrichten. Optimales Salamanderwetter. Besser kann es gar nicht sein und gar nicht werden. Gerade nach der langen Trockenzeit und der Hitze. Heute Abend marschieren sie mit Sicherheit. Und tatsächlich, kurz nachdem es zu dämmern beginnt, entdecken die beiden Naturschützer das erste Tier im Fluss. Ein Weibchen. Die Besonderheit? Es gibt also keine Kaulquappen, keine Eier wie bei Fröschen oder Kröten, sondern die Jungen werden lebendgeboren. Das Weibchen geht dann eben zum Bach runter, geht mit dem Hinterleib in den Bach rein und gebärt dann die Jungen. Es geht auf Mitternacht zu. Immer mehr Tiere wandern jetzt Richtung Wasser. Von überall her. Aus Wiesen, Sträuchern und über Wege. Bei weit über 100 Tieren hören wir auf zu zählen. Manfred Steck und Eberhard Kläger zeigen uns noch eine Besonderheit. Das ist die Westrasse, die bändige Bänderte. Und das ist hier ein wunderschönes Exemplar von der gespreckelten Rasse. Zwei unterschiedliche Feuersalamander-Rassen, die sonst nur getrennt voneinander vorkommen. Hier im Eutinger Tal mischen sie sich. Insgesamt 1000 Tiere leben hier. Auf unserem Weg zurück zum Auto begegnen wir gewiss noch einmal 100 weiteren Tieren. Und als wir gegen Mitternacht aufhören zu drehen, ist der Höhepunkt der Salamanderwanderung noch immer nicht erreicht.